Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich möchte heute erzählen von einer Programmiersprache namens NIM. Und ich finde, die hat ein paar Gemeinsamkeiten mit Perl, zum einen. Und zum anderen hoffe ich, irgendwann in Zukunft mal Perl damit ein bisschen erweiterbar zu machen. Der Talk wird in zwei große Abschnitte geteilt sein. Ich möchte anfangs NIM vorstellen und später dann meine ersten Experimente damit, die zwei Sprachen zusammenzubringen. NIM ist, sagt uns die Wikipedia, eine Programmiersprache, eine kompilierte Programmiersprache, die man auch als Systemprogrammiersprache verwenden kann. Und wenn man an moderne, kompilierte Programmiersprachen denkt, die man auch als Systemprogrammiersprachen nennt, dann drängt sich natürlich der Vergleich mit Rust auf. Dafür möchte ich mal kurz eine kleine Umfrage machen. Wer hat denn schon ein bisschen Erfahrung mit Rust? Also ich muss einen Arm runternehmen. Ah ja, das sind so, wenn ich richtig zähle, so ungefähr eine Handvoll Leute. Und mit NIM? Ah, okay, schön. Also das war jetzt eine Person. Rust ist deutlich populärer wie NIM. Rust hat eine Berechtigung da zu sein. Das muss, wenn ich an bekannte Leute denke, denen ich vertraue, die sind da alle sehr begeistert davon. Und NIM ist da jetzt nicht ganz so bekannt. Ich finde aber auch, NIM hat eine Berechtigung, als Systemprogrammiersprache dazustehen. Netter Vergleich. Ich glaube, Rust ist erfolgreich und Rust wird bleiben. Da kann man denen tut nichts. Ich finde das so einen schönen Artikel. Man muss der Fairness halber sagen, der Herr, der Unix in Rust schreiben wollte und dann das Ganze mit NIM angefangen hat, der hat inzwischen, glaube ich, ganz aufgehört, aber ich fand es nett. Wie schaut NIM aus? Ungefähr so. Der Syntax, der ist deutlich inspiriert von Python, wird man sehen können. Ich habe hier oben eine Funktion. NIM ist stark streng typisiert, also ich muss normalerweise Typen angeben, wenn sie nicht so wie hier inferiert werden können, aber auch da bleibt die Variable dann vom Typ Boolean. Es wird unterschieden zwischen veränderbaren Variablen, die mit var eingeleitet werden, und solchen unveränderbaren Werten, die mit let eingeleitet werden. Und hier in dem Loop sieht man, das könnte beinahe Python sein. Also der Syntax ist sehr ähnlich, aber unter der Haube sind Python und NIM sehr, sehr verschieden. Nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt mal über ein paar so Features durch, die ich recht nett finde in NIM. Ich hoffe, mir passiert es nie, dass ich mal Vim sage, weil ich mit Vim viel arbeite. Also falls mir das passieren sollte, ich werde NIM meinen. Was ich nett finde, ist diese magische Ergebnisvariable Result. Ich habe eine Funktion, die so ein Array kriegt. Das ist ein Int. Damit ist das Ergebnis initialisiert mit dem Integer 0. Und ich kann hier einfach aufaddieren in meiner Schleife. Und am Ende wird dann der Wert von Result zurückgeliefert, egal ob ich drunter noch irgendwas stehen habe oder nicht. Das kann recht praktisch sein und manche Dinge abkürzen. Was ich auch sehr schick finde, ist, dass man das einem relativ freigestellt ist. Und die Strings akzeptiert, die wandelt diese Strings zuerst in Integers um oder fällt auf die Nase, wenn die Integers, also wenn die Strings keinen Integer-Wert drinnen haben. Das gleiche kann ich mit Operatoren tun. So ein Operator wird hier in diese Hochkommata eingeklammert und kann dann definiert werden wie eine normale Funktion. Und hier kann ich zum Beispiel den Plus-Operator, also Strings kann ich jetzt nicht mit Plus addieren in NIM, aber das kann ich hier
nachimplementieren, indem ich den Plus-Operator für Strings überlade. Und dann kommt hier bei dem hier der Integer-Wert 3 raus. Nochmal Retour. Okay. Das geht auch implizit. Ich könnte, das ist eine Frage, ob das eine gute Idee ist, aber ich könnte so einen Konverter machen, der mir sagt, ein String, wenn irgendwo ein Int erwartet wird, aber nur ein String verfügbar ist, dann gäbe es hier einen Konverter, der einen String in Integer überführt. Und dann wäre so ein Ausdruck möglich, wo ich sagen kann, 1 plus dem String 2 und es käme an dem Fall wieder 3 raus. Also man hat da viele Möglichkeiten und ist sehr flexibel, muss sich natürlich auch, ich glaube ähnlich wie bei Perl, ein bisschen am Riemen reißen, dass man nicht alle diese Features ausnutzt und danach was hat, was vielleicht nicht so nachvollziehbar ist, wenn man in ein paar Wochen später mal wieder drauf schaut. Was den Go-Leuten, glaube ich, nach wie vor abgeht, das sind diese Generics. Ich kann also Summen definieren für alle möglichen Dinge, die ein Plus-Operator implementiert haben. Geht, kann ich dann hier zum Beispiel in diesem Summe von dem Array und was ich da reinstecke, das ist halt hier der generische Typ T. Was optional ist, das sind Klammern, solange es eindeutig ist. Ich glaube, das ist bei Perl auch so. Ich bin relativ neu mit Perl, ich mache es seit wenigen Jahren Perl. Hier nimm auf jeden Fall, nachdem ich diese Nummern definiert habe, rufe ich die Funktion auf und ich brauche hier, nachdem hier nichts mehrdeutig verstehbar ist, keine Klammern. Das gleiche hier mit dem umgedrehten Syntax für die gleiche Semantik. Dann, wer das aus Python vielleicht kennt, wer kennt denn Python? Ah ja, da gehen schon ein paar Hände hoch, okay. Halbwegs damit gearbeitet haben. Python hat so Raw-Strings. Wenn ich, Perl unterscheidet nicht zwischen den doppelten, Python unterscheidet nicht zwischen doppelten und einfachen Anführungszeichen. In beiden Fällen kann ich drinnen, Backslashes zum Beispiel, werden da in jedem Fall ausgewertet. Und ein Raw-String in Python, der akzeptiert wirklich das, was drinnen steht, literal. Und solche Raw-Strings gibt es auch in NIM. Aber wie das, was in diesem Raw-String ausgewertet wird, dann tatsächlich interpretiert wird, dafür kann ich eine Funktion angeben. Hier zum Beispiel eine, die mir eine Sequenz ist sowas wie eine Liste in Python oder ich glaube auch in Perl ist das dann ein Array. Eine Sequenz ist also eine Liste von Strings und der splittet mir einfach den String auf in eine Liste. Die Funktion nenne ich QW und als Perl-Programmierer kennt man das wahrscheinlich. Das hat dann eine ähnliche Semantik wie dieses Worte-Quoten in Perl. Also ich kann mir NIM da so ein bisschen hinstricken, dass ich das eine oder andere bekomme. Und das ist super praktisch, dass ich halt aus dem, ich habe einen String und davor schreibe ich so einen kleinen Präfix und dann kriege ich halt gleich ein Telefonnummerobjekt raus oder was auch immer. Noch eine kurze Umfrage. Hier sind zwei Schreibweisen für eine Funktion, die was aufruft. Das eine ist so die JavaScript-Schreibweise und das andere ist so die Schreibweise, die in Python zum Beispiel üblich ist. Wer bevorzugt denn die erste Schreibweise von euch? Ich sehe jetzt eine Hand hochgehen, spannend, zwei Hände. Und wer bevorzugt die zweite Schreibweise? Für Funktionen, ja. Ich bevorzuge auch die zweite Schreibweise. Ich kenne das auch als Empfehlung für Perl-Code. In NIM sind die Sachen äquivalent. Es gibt... ist ein bisschen what the fuck.
Aber ich kann halt, wenn ich eine, in Python ärgere ich mich dann immer, wenn ich irgendwas Altes importiere und dann habe ich halt diese JavaScript-Schreibweise drinnen. Und hier kann ich halt was importieren und kann mir dann die Schreibweise aussuchen, die ich gerne hätte. Die ist nicht ganz unumstritten, dieses Feature, aber ich persönlich mag es. Da gibt es Toolings, aber die sind noch nicht sehr weit, glaube ich. Oder sind noch nicht so integriert in IDEs. PHP habe ich so lange schon vergessen dürfen, dass ich das jetzt nicht mehr im Kopf habe. Das ist kein Ignorieren von Groß-Kleinschreibung, das ist nur ein, ein Interpretieren von dem Umbruch hier. Aber PHP, da habe ich noch eine Kleinigkeit danach auch zu sagen. Was auch schick ist, es gibt so Dinge, die Pragmas heißen. Die sind hier in so Zwischenfrage, ja? Weiß ich nicht auswendig, weil ich ständig diese Snake-Case-Schreibweise verwende. Ich weiß es nicht auswendig, man müsste es nachlesen. Ich habe mich halt auf eins festgelegt. Was, glaube ich, einen Unterschied macht, das ist ein großer Anfangsbuchstabe. Wenn ich so Klassen oder sowas hätte, aber parat habe ich das leider nicht. Zu den Pragmas. Ich kann hier dem Compiler Dinge mitteilen. Hier zum Beispiel, dass diese Funktion geinlined werden soll und damit findet dann nie ein Funktionsaufruf mit all dem Overhead statt. Da gibt es einige von diesen Pragmas. Eine andere, komme ich später noch dazu. Ha, jetzt komme ich dazu, genau. Bisher hatten wir immer solche Funktionen gesehen. Das ist bloß Syntaxzucker für eine Prozedur ohne Seiteneffekte. Also die beiden Dinge hier sind praktisch äquivalent. Und ich kann so Pragmas natürlich auch hunderte dran schreiben, wenn ich hunderte hätte. Das ermöglicht mir ein Effektsystem. Ich habe nachschlagen müssen, was ein Effektsystem ist. Und was ich mir da gemerkt habe, ist, das ist so wie in Java. Wenn ich sage, meine Methode wirft eine Exception und später nutze ich die Methode und fange die Exception nicht ab, dann sagt mir der Java-Compiler, das mag ich nicht. Und im NIM wäre das hier so implementiert. Diese Prozedur hier, das muss eine Prozedur sein, weil das ist... ein Nebeneffekt ist diese Exception. Also es könnte jetzt nicht nebeneffektfrei eine Funktion sein. Die wirft potenziell so einen Fehler. Und eine andere Prozedur, die sagt, ich werfe keine Fehler, eine Funktion, glaube ich, die würde dann auch nicht kompilieren, wenn man diesen Fehler nicht abfangen würde. Aber das ist nicht alles, was ein Effektsystem so kann. Was ich relativ schick finde, ich kann meinen Code taggen mit solchen Pragmas. Hier definiere ich zwei Dinge, einmal etwas, was proprietär heißt und einmal etwas, was GPL heißt. Dann habe ich hier meine böse Sortierfunktion und meine böse Sortierfunktion, der Code, der da drinnen steckt, der ist proprietär und sortiert hier in O von 1. Jetzt habe ich eine andere Funktion. Und von der behaupte ich, die soll bitte schön unter einer freien Lizenz sein. Damit tagge ich die, dass es GPL-Code ist. Die beiden Dinge hier sind nicht kompatibel und der Compiler würde das dann nicht kompilieren. Und ich glaube, man kann mit so einem Effektsystem noch bergeweise anderer Dinge tun, aber die habe ich im Moment nicht parat. Aber es schaut spannend aus und ich bin gespannt, was da in Zukunft kommt. Mir fällt sowas ein wie Read- und Write-Tracking. Ich weiß nicht, was das ist, aber es wird mal implementiert werden. Jetzt ein kurzer Exkurs. Was normalerweise rausfällt, das sind Binary, wenn ich was kompiliere. Also kompilieren sieht so aus, nimm, kompiliere mir dieses Programm, dann fällt mir ein Binary raus. Das läuft unter Windows genauso wie unter macOS, genauso wie unter Linux. Und
ich kann ja auch noch, also so Kreuzkompilieren klappt auch. Ich könnte für die Nintendo Wii, nee, für die Nintendo Switch könnte ich was kompilieren und für beigeweise andere Systeme auch. Dieses Backend ist aber, dieses Kompilieren, ich muss noch ein bisschen ausholen. NIM ist je nach Definition vielleicht sogar ein Transpiler. Also NIM nimmt einen NIM-Quellcode, baut typischerweise C-Quellcode raus und gibt das dann einem C-Compiler seiner Wahl. Und wenn man ein anderes Backend nimmt, dann baut mir NIM halt JavaScript raus und ich gebe das dann JavaScript-Interpreter meiner Wahl. Es gab auch zeitweise mal ein PHP-Backend für die armen Seelen, die PHP programmieren mussten. Aber das ist inzwischen leider eingestellt worden, weil ich stelle mir vor, wenn ich PHP programmieren müsste, dann wäre ich recht froh, wenn ich da was Typsicheres und was mir mehr Spaß macht zu programmieren, vorne dran schalten könnte. Aber das Projekt gab es mal. Ich glaube, es gibt dann noch so ein C++-Backend und ein Objective-C-Backend und die Möglichkeit, eigene Backends zu implementieren. Das also zu den Backends. Und jetzt kurz weiter zu einer der großen Stärken von NIM, nämlich der Metaprogrammierung. Die fängt an mit, wenn ich nur Kleinigkeiten brauche, mit Templates. Die sind von der Idee her ähnlich wie Templates in C. Hier hätte ich zum Beispiel gerne einen Vergleichsoperator, der mir sagt, ob etwas viel größer ist als ein anderer Wert. Das ist hier eine Funktion viel, viel größer als und die schaut halt dann, ob mein Integer mehr als 10-mal so groß ist als der andere Integer. Und das gleiche hätte ich vielleicht gern auch für Strings, wo dann geschaut wird, ob das String sehr viel länger ist als, als ein anderer String. Und wenn ich das gerne in die andere Richtung implementieren möchte, dann könnte ich jetzt das gleiche nochmal implementieren. Ich könnte ja aber auch so ein Template machen. Das ist dann einfach Code, der während des Kompilierens ersetzt wird. Und dann habe ich halt hier ein viel kleiner, also ist A viel kleiner als B. Ja, und zwar dann, wenn B viel größer als A ist. Und dieses Template, das wird halt ersetzt und klappt dann sowohl für Integers als auch für Strings, weil ich hier sage, der Typ von den Dingen ist mir egal. Das ist etwas robuster als Macros in C, das ist kein, sorry, als, doch ich glaube, wie heißen das, die heißen Macros in C. Diese Templates sind etwas robuster als Macros in C. Also so Dinge, wie man das so kennt, dass das einfach eine textuelle Ersetzung ist und plötzlich hat man eine andere Semantik, die sollten hier nicht vorkommen. Aber ich habe mit C zu wenig Erfahrung, als dass ich da tiefer drauf eingehen könnt. Hygienische Templates ist auch ein Begriff, den ich da öfter mal höre, aber den ich jetzt nicht genau definieren könnte. Wollte ich mal nachlesen, nicht dazu gekommen. Okay, die nächste Stufe, wenn ich mehr möchte beim Kompilieren, das sind dann echte Makros und das ist Code, der beim Kompilieren ausgeführt wird und der meinen Syntaxbaum im Kompilieren noch verändern kann und anderes Verhalten hervorrufen kann. Hier ein relativ kleines Beispiel. Ich habe hier ein Makro definiert. Das schaut mir, ob mein Code gerade irgendwie gesprächig laufen soll oder nicht. Das ist hier eine Konstante, die definiert ist. Und dieses Makro kriegt einfach hier einen Block von Code, den ich hier Buddy genannt habe. Und wenn wir nicht gesprächig sind, dann wird dieser Buddy einfach durchgeschleift und es passiert praktisch nichts. Wenn wir aber sagen, wir wären gerne gesprächig, dann wird dieser Codeblock eingekleidet in ein wir fangen jetzt an und ein wir hören jetzt auf. Und es wird ein neuer Codeblock zurückgeliefert, der eben diese beiden Statements hier mit dabei hat. Und in der Anwendung wird das dann so ausschauen, dass ich dieses Makro hier, das ist nicht der einzige Syntax, um ein Makro zu nutzen, aber hier passt er. Alles, was ich hier unter verbose Doppelpunkt schreibe, das wird dann eben eingekleidet in diese beiden Echo-Statements. Und mit dem Ding, das ist hier ein banales oder langweiliges Beispiel, aber mit diesen Makros kann man
sehr viel machen und die sind sehr, sehr mächtig. Ein Beispiel dafür ist etwas, das der Entwickler von NIM geschrieben hat, so als Proof of Concept. Und das sind NIM-Makros, die ein bisschen Perl-ähnliches Verhalten für NIM ermöglichen. Also diese $Kontextvariable zum Beispiel. Oder dass ich, wenn ich eine Funktion ohne Parameter aufrufe, dass dann einfach auch implizit dieses $ verwendet wird. Das ist hier in dem Fall halt für NIM implementiert. Die Folien gibt es dann auch online, dann kann man da nochmal draufschauen auf die URLs, die im Vortrag vorkommen. Jetzt, wenn man sich über diese Makros ein bisschen mehr Gedanken macht, da wird ja der Code umgebaut während des Kompilierens. In anderen Worten, schon während des Kompilierens muss dieser Makro-Code ausgewertet werden. Das heißt also, dieser Compiler, der muss fähig sein, Code auszuführen. Und dafür gibt es also im Compiler drin eine VM. Und der Compiler ist also in der Lage, nicht nur ein Binary auszuwerfen, sondern auch tatsächlich Code auszuführen. Und das wird genutzt für etwas, was NIM-Script heißt. Der Code, den der Compiler in der NIM-VM ausführen kann, das ist so ein ziemlich großer Subset von NIM. Und solange man in diesem Subset programmiert, könnte ich auch meinen NIM-Quellcode umbenennen in NIM-S für NIM-Script und kann dann den Compiler sagen, führe das direkt aus und damit habe ich eine Skriptsprache. Und ja, hier steht schon der Disclaimer, das geht nicht für ganz alles, aber es geht für sehr viel. Und diese Idee, dass man so eine Skriptsprache hat, die ist etwas weiter gesponnen worden. Und es gibt für NIM-Programme so ein Packaging-Tool, das sich Nimble nennt. Ich könnte ein NIM-Projekt anfangen, indem ich hier sage Nimble init mit dem Projektnamen. Dann wird mir so ähnlich wie ein Makefile ein Nimble-File geschrieben. Und dann kann ich das Tool Nimble nutzen. So wie Make das Makefile nutzen würde, so nimmt Nimble dieses Nimble-File, um dann mein Programm zu bauen. Und in diese Nimble-Files kann ich ähnlich wie ein Makefile auch so Tasks reinschreiben und könnte dann eben einen Test-Task machen, der alle meine Tests ausführt und ähnliches, der die Dokumentation zusammenbaut. Und das war so die kurze Schnelltour durch ein paar Features von NIM. Und jetzt hoffe ich, dass das Live-Demo klappt, weil diese Features, Makros und Nimble, die habe ich mal versucht zu nutzen, um eben NIM und Perl zu verheiraten. Ein ganz großer Disclaimer am Anfang. Das hier ist ein Proof of Concept und der fällt auseinander, wenn ich nur ein bisschen was anders mache. Also das ist definitiv im niedrigen, einprozentigen Fertigstellungsbereich von einem produktiven Projekt. Das gesagt, versuche ich mal das vorzuführen. Dafür, oh nein, da haben wir gleich, oder? Ich würde gerne eine Library schreiben. Mylib. Da schreibe ich und da editiere ich jetzt mit Vim mein NIM-Programm. Mylib.nim. Und dann schreibe ich hier rein, ich habe eine Funktion. Ich möchte was addieren. Das ist ein Zahl A, die ist ein Integer. Zahl B, die ist ein Integer. Das Ganze liefert mir ein Integer-Retour. Also wenig spannend. Und der Return-Wert ist A plus B. Eine Kleinigkeit, die ich bei der Tour noch vergessen hatte. Wenn ich eine Library schreibe, dann kann ich diese Namen, die hier stehen, entweder intern verwenden, so als private oder protected, oder nach außen exportieren. Und wenn ich sie exportieren möchte, dann schreibe ich einen Standl hinten dran
Und damit wäre das etwas, was von anderen Dingen nachgenutzt werden kann. Vielleicht baue ich hier noch schnell rein, damit das auch genutzt wird. Echo my add 1 und 2 würde ich gerne addieren. Habe ich jetzt hier, kompiliere das mal, nimm compile, mylib.nim. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehe ich, dass die Funktion ungefähr das tut, was ich mir davon erwarte. Ich lösche die mal wieder, das compilte Binary, und gehe jetzt nochmal rein. Also ich könnte jetzt hier noch ein paar Funktionen definieren, das spare ich mir aber. Dieses Echo schmeiße ich auch wieder raus. Und jetzt habe ich hier ein NIM-Makro. Das hat den Namen Auster gekriegt, mit dem Hintergrund, dass halt in den Austern Perlen entstehen. Und dem Makro übergebe ich noch ein paar Parameter. Nee, erstmal nicht. Doch, ich übergebe mal. Name mylib version 0.1 author me. Okay, und jetzt kompiliere ich das nochmal. Was gescheit gewesen wäre, wenn ich die noch importiert hätte. Genau, da wird mir wieder was kompiliert. Ich kriege allerdings ein Compile-Hint von diesem Makro. Das ist ja so ein Projekt. Und ich könnte doch mal das Ganze compilen mit einem define-help, um mehr dafür zu erfahren. Also ich define ocmd, das ist das Oyster-Command. Es kann sein, dass das eine super dumme Implementierung oder eine super ungeschickte Implementierung ist, dass es viel geschicktere Möglichkeiten das gibt, aber mir hat das Makro-Programmieren Spaß gemacht. Ich kriege ja also so ein paar Optionen für dieses Oyster-Makro zu sehen. Einmal eine Hilfe, das andere, ich könnte auch Analyze reinschreiben. Und sehe dann, ich habe hier etwas, was für als so eine X-Sub qualifiziert. Eine Funktion von A, B, Integer auf Integer. Also dem vorangegangen ist, dass ich versucht habe, mich ein bisschen mit XS auseinanderzusetzen. Da frage ich jetzt auch mal kurz, wer mit XS ein bisschen Erfahrung hat. Das ist so gefühlt die Hälfte. Was ich oft als Hinweis gesehen habe, mit soll ich XS verwenden, war nein. Und mit dem, was ich mich jetzt eingearbeitet habe, als jemand, der mit kompilierten Sprachen wenig Erfahrung hat, ist, das ist ein ganz schöner Brocken. Und da gibt es einiges zu wissen. Und da ist immer ein bisschen die Idee geboren worden, vielleicht dieses XS-Schreiben ein bisschen zu automatisieren. Jetzt war bei den Hilfefunktionen nicht nur, ich kann meinen Code analysieren lassen, sondern hier steht auch drinnen, ich könnte mir hier einen Nimble-File generieren lassen. Das mache ich jetzt. Und jetzt habe ich so eine Build-File, mylib.nimble. Und da stehen jetzt Tasks drinnen, die mir beim Erstellen eines Perls-Moduls helfen können. Ich lösche mir mein Binary nochmal, dass das hier nicht im Weg ist. Und rufe jetzt das Build-Tool Nimble auf, oder das Packaging-Tool ist so ein bisschen ein Schweizer Taschenmesser, und sagt dem jetzt, ich würde gerne einen Task aufrufen und der Task heißt Perl-Package. Und dann drücke ich dem Ding die Daumen, es scheint geklappt zu haben. Habe ich hier ein neues Verzeichnis, wie mylib, und wenn man mit XS mal gearbeitet hat, dann kommt einem das vielleicht bekannt vor, ich habe ein Makefile.pl. Ich habe hier ein XS-File und ich habe hier ein Perl-Modul. Und wenn ich jetzt das Make-File ausführen lasse und Make mache, dann und die Warnungen ignoriere, ich habe ein bisschen den Verdacht, also dahinter steht, da ist jetzt C-Code generiert worden vom NIM-Compiler. Und bevor der noch sein Binary ausgespuckt hat, habe ich das abgegriffen und halt da reinkopiert.
Und ich habe ein bisschen den Verdacht, wenn, nee, da würde ich jetzt nicht im Unrecht tun, aber ich weiß nicht, was dort an Warnungen vielleicht nicht hochbabbelt. In meinem Fall auf jeden Fall, wenn ich das kompiliere, dann kriege ich diese Warnungen. Habe ich mir noch nicht näher angeschaut, verstehe ich auch die Hälfte nicht. Nichtsdestotrotz ist es mir jetzt was kompiliert worden. Und der letzte Schritt in dem Demo wäre dann, dass ich mir ein Perl-Ripple aufmache. Exodus Test. Lib, glaube ich, heißt die. Use my lib. Wow. Und dann mache ich my lib. Wie habe ich das genannt? Ich glaube my add 1, 2 und kriege eine 3 Retour. Also. Ich freue mich sehr. Wenn ich jetzt das String statt Integer geschrieben hätte, dann hätte das nicht funktioniert. Also so weit ist es noch nicht, aber der Code wird tatsächlich analysiert und da was draus gebastelt. Aber vielleicht gehe ich darauf ein noch, was das Ding alles nicht tut. Ein spannender Punkt bei dem ist, wie ich mit meinem Speicher umgehe, weil ich ja irgendwie den Speicher, den NIM reserviert hat, dann gerne in Perl weiter nutzen würde. Und was ich bis jetzt verschwiegen habe, NIM ist eine Sprache, die Garbage Collected ist. Der Garbage Collector ist sehr schnell und man kann Einfluss drauf nehmen. Es gibt da also ich kann ihn so konfigurieren, dass er offenbar auch in Realtime-Programmen halbwegs das tut, was man erwartet. Aber man muss dann vorsichtig sein, dass man, ich glaube, da ist so ein bisschen Tanz notwendig im generierten XS, dass ich mir das Zeug halt hole und im Perl dann vielleicht eine Kopie davon mache. Oder dem NIM Garbage Collector sagt, gibt das gar nicht erst frei. NIM kann auch Speicherbereiche, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Garbage Collector unberührt einfach erstellen lassen. Ich könnte auch in NIM direkt C-Code reinschreiben, um das zu tun. Aber da bin ich noch nicht so weit. Und ich glaube, da steckt die große Arbeit drinnen. Dann Objekte, die ich, also NIM ist auch objektorientiert, oder ich kann es auch objektorientiert nehmen. Und so ein NIM-Objekt dann in Perl-Objekt überzuführen, das ist, glaube ich, nochmal eine ganze Größenordnung an Komplexität und an Hirnschmalz, das man da reinstecken muss. Da ist also auf jeden Fall extrem viel zu tun. Ich gehe mal wieder zurück zu dem Talk. Ah, das war's schon. Hier sind noch ein paar Ressourcen dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich beginne jetzt die Fragerunde mit einer Frage ans Publikum und dann gleich du. Mal vorsichtig gefragt, und da bitte ich jetzt eine ehrliche Antwort, weil ich weiß nicht, ob ich an dem weitermachen soll. Hätte jemand Bedarf für sowas? Und wenn nicht, dann bitte auch nicht aufzeigen. Und wenn schon, dann bitte Hand hoch, dass ich mal ungefähr abschätzen kann. An etwas, also an x-Subs in NIM zu schreiben. Ah, okay. Also der Bedarf ist sehr gering. Insofern kann ich das Projekt dann auch entsprechend priorisieren. Vielleicht darf ich nächstes Jahr von meinem Arbeitgeber aus wieder auf einen Perl-Workshop mal schauen, ob dann was Neueres dazu gibt. Und ansonsten vielen Dank. Und ich glaube, hier hinten gab es eine Frage. Ich schaue mal in den, also die Frage war, wird Perl-Code oder XS-Code generiert? Hauptsächlich XS-Code. Und ich schaue jetzt da mal in das, war das noch ein, genau, ich bin im richtigen Verzeichnis, genau. MyLibPM, das ist aus dem XS-Tutorial und der hat nichts anderes drinnen wie lade mir dieses XS und im XS steht nichts anderes drinnen. MyLibXS.
dass ich gerne so ein H-File hätte und all die Funktionen, die in dem H-File drin vorkommen, die sind hier als sag mal der Prototypen, ich glaube, da sagt man nicht Prototypen, aber als so Stubs liegen die vor. Und dieses H-File, das wurde vom Transpiler von NIM ausgeworfen und ist irgendwo hier im C-Code. Das ist der exportierte C-Code und da ist einiges von der NIM Standard Library mit dabei, darum liegt da jetzt so viel rum. Ah, okay, ich verstehe. Also für die Kamera nochmal, es wäre attraktiver herauszustellen, XS-Code konstruieren zu können automatisch, weil das etwas Schwieriges ist oder umständlicher ist, als einen Perl-Code zu generieren, weil Perl macht Spaß zu schreiben. Ja. Ah, toll, auf den habe ich mich auch schon angerichtet, weil ich glaube, du machst den Talk mit den Lisp-ähnlichen Makros in Perl. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich wiederhole das nochmal kurz für YouTube. Das war was ich verabsäumt habe im Talk, den Unterschied herauszustreichen zwischen dem Makro, so wie es in NIM hat, und dem, was C-Makros nennt. Das ist, glaube ich, eine andere Klasse von Mächtigkeit. Und das Äquivalent zu diesen C-Präprozessor-Makros in NIM, das wären diese Templates. Das habe ich nicht ausreichend genug herausgestrichen. Vielen Dank. Ja. Ja. Genauso ist es auch in NIM. NIM-Makro kriegt typischerweise eine abstrakte Syntax-Tree-Node und man kann dann auf diesen Nodes operieren. Das ist nicht ganz so elegant wie das, was ich von Lisp bisher gesehen habe, aber gut genug. Bitte? Nein, das kenne ich gar nicht. Ich habe ein bisschen geschaut, aber nicht gesehen, dass es das gibt. Also die Frage war, ob ich Inline NIM ausprobiert habe. Wenn ich jetzt richtig verstehe, ist das sowas wie Inline C oder so? Oder Inline, ich glaube, Inline C heißt das. Ich habe einen Inline Rust, glaube ich, gesehen. Nee, das war wieder was anderes. Und mir ist komplett neu, dass es das gibt. Achso, es gibt es nicht. Okay. was ein bisschen bei der Bastelei im Vordergrund gestanden habe, viel von dem Perl, das ich beruflich nutze, das kommt mit der Software hinzu und das ist relativ festgeschweißt. Und wenn ich jetzt CPAN-Module brauche, dann müsste ich, wenn ich es mir nicht irgendwo lokal installiere, bei der Systemadministration nachfragen. Und mir war es wichtig, etwas zu haben, was mit der Standardauslieferung von Perl geht. Und ich glaube, diese Inline-Sachen, das wäre was ich über CPAN beziehen müsste, drum der Weg über XS. Aber danke für den Tipp. Ich hoffe, ich finde Zeit, da noch ein bisschen Zeit reinzustecken. Ah, ja? Also, wichtig, dass ich das begrüßen würde, sich auf den Code zu beschränken, weil ich halte CPAN nach Installieren von Git sehr wichtig und eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Ja. Ein großer Vorteil von XS oder deinem Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, ist, dass du es in der
weil die Kiste zu klein ist. Ne? Man denkt an das Freiburg-Gerät. Ah ja, vielen Dank. Also Inline und XS unterscheiden sich drin, zu welchem Zeitpunkt das kompiliert wird und wo das kompiliert wird. Und da gibt es dann wohl Vorteile, das im Vornherein zu machen. Wahrscheinlich auch fürs Umgekehrte genauso Vorteile. Einfach zwei Philosophien. Danke. Noch eine Frage? Was ist das Killer-Feature von Vim, das Perl 6 unbedingt klauen sollte? Ich kenne Perl 6 leider relativ wenig. Mein Eindruck ist, dass Perl 6 schon alles hat. Also wir können es gern mal unterhalten und mal schauen, ob es etwas gibt, was das Perl nicht hat. Hast du etwas gesehen hier, was Perl 6 noch nicht hat bei der Tour? Also kann ich leider nicht beantworten, weil ich leider noch nicht genug über Perl 6 weiß. Bitte? Also dieser Variable Syntax war gerade genannt mit dem Underscore und da gibt es geteilte Meinung offenbar im Raum. Okay, sind wir am Ende? Ich glaube schon halbwegs. Dann vielen herzlichen Dank.